Hallo, ich wollte mich gerade schminken und dachte mir, ich nehme euch dabei einfach mal mit, weil es ein super leichtes Alltags-Make-up ist, was ich jetzt so auch im Mama-Alltag gut integrieren kann. Allerdings schminke ich mich bei weitem nicht jeden Tag, sondern eher so alle 10 Tage ungefähr für spezielle Anlässe, wenn ich einfach mal Lust darauf habe oder auch wenn ich Videos drehe. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Bevor ich mit dem Make-up beginne, trage ich meistens erstmal eine Hautcreme auf. Und das mache ich eben, weil ich mein Gesicht abends pflege und morgens mache ich eigentlich gar nichts, wenn ich aufstehe. Und deswegen ja, ist meine Haut dann etwas zu trocken meistens, wenn ich da einfach direkt das Make-up auftrage und dann setzt sich das unschön ab, weshalb ich die Gelegenheit einfach nutze und ja, ein bisschen Feuchtigkeit auf meine Haut auftrage. Dann habe ich mir erst vor kurzem dieses Make-up hier gekauft. Ist natürlich auch wieder Naturkosmetik. Da versuche ich ja wirklich drauf zu achten bei Neukäufen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, weil es genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Nämlich sehr leicht und sehr flüssig. Das heißt, es fühlt sich besonders bei den heißen Temperaturen ist nicht wie so eine dicke Schicht auf der Haut auf. An. Und das gebe ich mir einfach so einen kleinen Tropfen auf die Hand und verteile das erstmal mit dem Finger, sodass ich einfach schon an den richtigen Stellen die Farbe habe. Weil wenn ich das über den Pinsel mache, dann verschluckt er einfach super viel Material und so bin ich mir sicher, dass der Tropfen auch tatsächlich hauptsächlich im Gesicht landet. Und das Ganze verblende ich zurzeit mit einem Pinsel, den habe ich auch aus der Naturkosmetikabteilung. Der ist von Barbara Hoffmann und ich liebe den, weil der liegt total gut in der Hand. Und ich finde, damit kann man es richtig schön einarbeiten. Und eben, ich trage das vorwiegend halt auch auf das Make-up auf den Stellen, wo ich Rötungen habe. Das heißt, hier an der Seite nicht so sehr, sondern eher eben so in der T-Zone im Prinzip. Und auch so ein bisschen auf den Augen, damit einfach der Teint ausgeglichen wird. Dann trage ich noch ein Puder auf, um das Ganze zu fixieren. Und es ist jetzt nicht das grandioseste Puder, was ich bis jetzt je hatte. Aber ich bin so auch ganz zufrieden damit. Also es genügt für meine Zwecke. Und das trage ich auch wieder hauptsächlich da auf, wo ich jetzt auch schon das Flüssig-Make-up aufgetragen habe. Einfach um das nochmal so ein bisschen zu fixieren. Und vor allen Dingen halt auch für Videos, damit ich nicht glänze, weil das wirkt einfach immer recht unschön und vermittelt so ein Gefühl von Unsicherheit unterbewusst. Das hat auch wieder was mit Psychologie zu tun. Und das empfehle ich eigentlich allen, die vor der Kamera sind und es nicht einfach nur Vlogs drehen, so im Alltag, dass man so ein bisschen Puder auf jeden Fall benutzt, damit man nicht so glänzt. Dann trage ich meinen uralten Bronzer hier auf. Also den kaufe ich mir natürlich jetzt auch nicht mehr nach, weil es keine Naturkosmetik ist. Aber ich finde ihn wirklich, wirklich gut, also vom Produkt her. Wenn ihr also nicht so darauf achtet, dann könnt ihr das auch natürlich gerne nachkaufen. Ich denke, das Produkt kennt auch mittlerweile jeder. Und ich finde halt, der Farbton passt sehr gut zu mir, wirkt natürlich und damit mache ich mir so ein bisschen halt wieder Kontur ins Gesicht. Ich finde, Blush ist wirklich was super Optionales, aber da ich nicht so viel mit meinen Augen mache, benutze ich mittlerweile gerne ein bisschen Blush, weil ich finde, das erfrischt das Ganze nochmal auf, dass ich auch nicht so einheitlich aussehe insgesamt. Und da ist auch so ein leichter Schimmer direkt mit drin und es macht halt alles so ein bisschen frischer und wacher, was ich gerade zur Zeit ja nicht so unbedingt bin. Ich habe insgesamt 2 MAC-Lidschatten, die sind schon uralt, aber den hier habe ich vor einigen Monaten wieder für mich entdeckt und das ist All That Glitters. Und ich finde ihn einfach super, weil es so ein changierender Lidschatten ist und man muss da nicht viel machen. Der hat einfach direkt mehrere Farben, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Und ja, es ist keine Naturkosmetik, aber ich möchte den auf jeden Fall noch aufbrauchen, weil ich ihn super schön finde. Und ja, ich habe ihn halt einfach auch schon. Deswegen macht es keinen Sinn, den jetzt einfach wegzuschmeißen. Aber ich stelle, wenn ihr mich noch nicht kennt, ich stelle ja grundsätzlich schon alles auch um und hoffe, dass ich da mal einen schönen Lidschatten im Naturkosmetikbereich finde, der so aussieht wie der hier. Also falls ihr einen kennt, sagt gerne Bescheid in den Kommentaren. Dann mache ich direkt weiter mit den Augenbrauen und benutze diese Mascara hier von Sante. Das ist jetzt wieder Naturkosmetik und ich liebe dieses Produkt, weil das ein perfektes Dupe ist vom Gimme Brow von Benefit, was ich ja vorher immer benutzt habe. Und damit gehe ich einfach über meine Augenbrauen so drüber und kämme die dabei auch direkt, bringe sie in Form, färbe meine dünneren Härchen gleich mit und zack, ist meine Augenbraue fertig. Also das ist gar kein riesiger Effekt, aber ich finde, es macht richtig schön natürliche Augenbrauen und es behält die auch recht gut in Form. So, dann einfach noch etwas Mascara. Die habe ich mal entdeckt durch Nela und ich bin wirklich auch zufrieden mit der. Ich muss nur aufpassen, weil sie sich relativ schnell hier durch meine wenigen Wimpern durchdrückt. Ich benutze ja kein Wimpernserum mehr,
Das heißt, ich habe jetzt nur noch meine natürlichen Wimpern und wenn ich zu sehr da drin rumwische, habe ich quasi schon einen Lidstrich mit dabei, was ich manchmal auch ganz gut finde, aber jetzt versuche ich das gerade eher zu vermeiden. So sieht es dann mit Mascara aus und wie gesagt, ich habe kaum Wimpern und sie sind sehr kurz und eher gerade und ich mag keine Wimpernzange benutzen, weil ich damit schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, deswegen ja, bin ich insgesamt mit dem zufrieden und fühle mich auch wirklich wohl damit. Schön den Finger versaut. Gut. Gut gemacht. Auf den Lippen trage ich zurzeit am allerliebsten dieses Produkt hier. Das ist ein Dupe zum Hug Me von Astor früher. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Und das ist leider auch keine Naturkosmetik. Ich habe schon so viel ausprobiert, aber ich habe leider nichts gefunden, was annähernd genauso ist von der Farbe und von der Konsistenz und von der Haltbarkeit, gerade so bei sowas Glossigem. Weil die meisten setzen sich einfach super schnell so auf der Lippe ab und verschwinden irgendwie. Und der hält relativ lange, also ich sag mal so 1-2 Stunden für so ein Glossy-Ding ist wirklich viel. Und ich mag das halt super gerne für Videos. Also im Alltag muss ich auch wirklich sagen, benutze ich ja gar keine Lippenprodukte, weil ich Luca abknutschen möchte, also meinen Sohn. Und da will ich nicht irgendwelche Produkte zwischen uns. Aber so für Videos und für Fotos oder für irgendwie Vorträge, wo ich so ein bisschen mich mehr schick machen möchte, benutze ich das sehr gerne. Ja, und das ist auch schon der komplette Look. Damit filme ich seit der Geburt von Luca im Prinzip meine Videos. Und ich hoffe sehr, dass die Produkte interessant für euch waren. Ich werde euch alles in der Infobox unten drin reinschreiben und wenn ich es finde, auch verlinken. Und ich freue mich auf eure Produkttipps bei den Dingen, die noch keine Naturkosmetik sind. Ich werde hier euch einfach nochmal passende Videos verlinken und meinen Kanal. Das heißt, wenn ihr nichts von mir verpassen möchtet, könnt ihr gerne draufklicken. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!